nur ganz ein intuitiver Zugang. Ich bin unter einem ziemlich großen Zeitdruck durch die Ausstellung. Und die zwei Bilder haben mich einfach magisch angezogen, ohne dass da irgendein kognitiver Zugang gewesen wäre. Ich erkläre mir es jetzt so, wenn ich sie mir anschaue, dadurch, dass ich glaube, dass die beiden eine sehr, sehr spannende Ausstrahlung haben. Zueinander, miteinander, die beiden Bilder. Und zweitens finde ich es immer sehr interessant, unterschiedliche Kulturkreise zueinander zu setzen und auch unseren Umgang mit Kulturkreisen, bei dem wir uns ja meistens sehr schwer tun, wie die Ausländerdiskussion bei uns zeigt. Chuck Close in den USA, Fingerprints in den USA heute ja eine ganz andere Bedeutung habend. Jetzt ist mittlerweile der Fingerabdruck, wie soll man denn sagen, das Symbol für Kontrolle, der Zugang eigentlich zu Gesellschaften, zu Reichtum für viele auf dieser Erde. Ohne den richtigen Fingerabdruck geht gar nichts. Das entscheidet Zukunftsentwicklungen, das ist Identität. Und Islam und Frauen, denke ich, auch ein spannendes Thema. Ich habe gelesen darüber, dass sie sehr stark Texte von feministischen Autorinnen, iranischen, verwendet, die hier im Gesicht dargestellt werden. Und das ist eigentlich schon ein unglaubliches Spannungsverhältnis in sich, auch bei dem, was Gesicht ausdrückt. Es ist ganz leicht, das Kopftuch zu sehen, angeritzt, und dann war das Nächste, womit ich mich beschäftigt habe, so dieses Ohrgehänge. Im Diskurs mit meiner Frau war, glaube ich, mittlerweile 6 oder 7 Mal im Iran, im Gegensatz zu mir, das heißt, sie ist da die Wissende und ich war der Hörende und Staunende. Für sie waren es dann, so Fesseln. Und das Dritte war dann erst die Pistole. Man muss sich vorstellen, wir haben in Oberösterreich 140, 150 verschiedene Muttersprachen. Das ist ja eine unglaubliche Vielfalt, ein unglaublicher Schatz, ein unglaublicher Wert, der nie als Wert irgendwie verstanden oder auch diskutiert wird. Und ich glaube, mit Kennenlernen, mit sich kennenlernen, mit Dialog kriegen und nicht separiert sein, sondern auch Verständnis entwickeln, wird auch dieser Hetze der Nährboden entzogen. Die Funktion von Kunst ist mit Sicherheit ganz wesentlich jene, zu erweitern, Denken zu erweitern, den Rahmen zu sprengen, Anstöße zu geben, dazu provozieren einmal, dort andere Blickpunkte, Widersprüchlichkeiten, Dissonanzen, Klischees zum Beispiel darzustellen, satirisch zu arbeiten, auch politische Widersprüche darzustellen. Und das ist bei diesen beiden Bildern vor allem aus meiner Sicht beim Bild von der Shirin sehr, sehr toll gelungen, weil die Auseinandersetzung zwischen Islam und Feminismus eine ist, wo sehr viel Sprengkraft drinnen ist und wo unsere Augen des Westens manchmal auch sehr trügerische und klischeehafte sind.